Hallo, guten Morgen. Ich bereite gerade das Frühstück vor für meine Kinder. Ja, was ich euch erzählen wollte, ist, ich hatte letztens eine Eingebung und es hat sich mir bestätigt, wie wichtig es ist, auf sein Bauchgefühl zu hören. Wir Mamas, wir haben eine besondere Gabe, was unsere Kinder betrifft. Wir haben eine besondere Intuition und ein Bauchgefühl, was uns vor Dingen schützt und was uns vor Dingen warnt. Es hat sich mir wirklich bestätigt, das Bauchgefühl ist der wichtigste Alarmknopf für eine Mutter. Aber auch so im allgemeinen Arbeitsleben, allgemeinen Leben, es ist doch so, dass jeder Mensch ein Bauchgefühl hat. Was mir passiert ist, und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen kleinen Geschichten, wo sich mir bestätigt hat, Dani, es ist immer richtig, dass du auf dein Bauchgefühl hörst. Es ist nichts Schlimmes passiert, aber letztens hatte ich einen Termin für meine jüngste Tochter in Münster. Das ist circa 80 Kilometer von hier entfernt. Ich hätte mit ihr über eine Stunde fahren müssen mit dem Auto und das muss natürlich alles sehr gut vorbereitet sein. Wo bringst du die anderen beiden Kinder unter? Ja, hast du das Auto bereit? Ja, das ist also für mich ist es immer eine große Sache, wenn ich sehr weit wegfahren muss, sehr weit weg von meinen Kindern. Und ja, manchmal muss es halt sein. Und in diesem Fall musste meine jüngste Tochter zum Ohrenarzt, beziehungsweise zur Halsnasen-Ohrenklinik nach Münster. So, und ich habe alles geplant. Mein Mann ist Schichtarbeiter. Er hat drei Schichten, Frühschicht, Spätschicht und Nachtschicht. Und ich habe genau auf den Kalender geguckt und da stand, er hat Nachtschicht an diesem Tag. Und ja, wenn er Nachtschicht hat, kann er tagsüber auf meine anderen beiden Kinder aufpassen, beziehungsweise sie in den Kindergarten bringen, abholen, Essen machen und so weiter. Weil ich für diesen Termin natürlich einen ganzen halben Tag einplanen muss. Ja, und einen Tag vor dem Termin, sagt er mir, Dani, auf dem Kalender, ne? Ich habe keine Nachtschicht. Ich habe Spätschicht. Das heißt, er wäre den ganzen Tag weg gewesen. Okay, also, jetzt kommt das Talent aller Mütter, das Organisationstalent. Okay, wer holt meine Kinder vom Kindergarten ab? Wer bringt sie hin? Wer holt sie wieder nachmittags vom Kindergarten ab? Wer gibt ihnen Essen? Wer passt so lange auf, ne, zu Hause auf, wer spielt mit ihnen und so weiter. Ja, und das habe ich irgendwie einigermaßen hingekriegt, indem ich mehrere Personen mit involviert habe. Und mein Bauchgefühl hat sich gemeldet. Meine Intuition, Dani, ich glaube, fahr lieber nicht heute. Irgendwas ist, fahr lieber nicht. Verschiebt das Ganze. Ja, habe ich gemacht. Ich habe angerufen, Termin verschoben. Meine Jüngste und meine Mittlere habe ich natürlich um 8 Uhr in den Kindergarten gebracht. Und ja, und dann habe ich die um 12 Uhr wieder abgeholt vom Kindergarten.
Und dann hörte ich schon vom Weiten, ein Kind weint. Und dann kam die Erzieherin auf mich zu und sagte, ja, Frau Novak, die hatte jetzt gerade eben erst Ohrenschmerzen bekommen. Und meine mittlere Tochter war so am Weinen und eigentlich weint sie nicht so schnell, ne? Aber diesmal hat sie richtig geweint und Ohrenschmerzen gehabt und so weiter. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, weil also morgens, man hat nichts gemerkt. Also sie war kerngesund, war lustig und fröhlich. Und jetzt im Kindergarten hat sie Ohrenschmerzen bekommen. Und ihr wisst, wie schmerzhaft Ohrenschmerzen sind. Und als mir die Erzieherin das gesagt hat, hat sie es mir bestätigt. Ja, mein Bauchgefühl, mein Instinkt hat gesagt, bleib zu Hause, es passiert irgendwas. Und dann bin ich den Film nochmal durchgegangen. Stell dir vor, du wärst gefahren, du wärst den halben Tag nicht zu Hause gewesen. Dein Kind hätte von der einen Person zur anderen Person wechseln müssen. Mit Ohrenschmerzen und mit Personen, klar, die sie mag, ne? Aber es sind halt nicht ihre Eltern, es sind nicht der Papa und nicht die Mama. So, und das hat sich mir bestätigt in vielen Bereichen meines Lebens. Hör immer auf dein Bauchgefühl. Nicht nur im Bereich Kinder, Erziehung und so weiter, sondern auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Dein Bauchgefühl sagt dir, kommst du mit den Leuten klar, die dir gegenüberstehen oder nicht? Halt lieber Abstand oder lass die Beziehung nicht zu eng werden. Also stellt euch vor, ich wäre an diesem besagten Tag bei einer Firma arbeiten gegangen, außer Haus gegangen. Ich müsste dann noch alles mit dem Arbeitgeber abklären. Wer weiß, ob er Verständnis dafür gehabt hätte. Wäre in dem Sinne egal gewesen. Aber trotzdem, es ist immer eine schwierigere Sache, wenn man irgendwo angestellt ist und einen Chef hat. So, und deswegen hat sich mein Bauchgefühl auch hier bestätigt im Punkto Beruf. Es ist ja so, dass ich von zu Hause aus arbeite, wie viele von euch wissen. Ich bin dankbar für diese Sparte, dass es einfach möglich ist, von zu Hause aus zu arbeiten. Gerade für uns Mütter. Wir können bei unseren Kindern sein. Wir sind die ganze Zeit zu Hause arbeiten und wenn irgendwas ist, wenn man angerufen wird, dann ist man schnellstmöglich bei seinen Kindern und kann sich kümmern. Ja, was will ich mit diesem Video sagen? Es ist einfach ein Appell an alle, speziell an Mamas. Hört auf euer Bauchgefühl. Es ist dafür da, um eure Familie zu beschützen. Und egal was andere sagen, hört einfach auf euer Bauchgefühl. So, Amen. So, ich mache mir jetzt, nicht mir, ich esse Vollkornbrot, Brötchen für meine Kinder. Geholt vom Bäcker und ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.